Man kann ihn allzu leicht als Amerikaner abstempeln, doch der Ford Edge ist mehr. Der Edge ist nämlich ein Globetrotter und mit seiner umfassenden Auffrischung europäischer denn je. Ford facelift den Edge. Dazu kommt natürlich offensichtlich eine neue Optik, aber noch viel mehr. Aber jetzt stehe ich davor, schaue ihn an und denke mir, fahren macht, glaube ich, für die Zuseher wesentlich mehr Sinn. Auf geht's. Mit richtig Elan in den Arbeitstag. Mit einem Ford Edge ein Klacks. Schließlich mochte ich das Ford Flaggschiff schon immer recht gern. Ich sitze in meinem Hochsitz und blicke über meine Lande. Haha, Landlord fährt fort. Mit über 4,8 Meter in der Länge und fast 2 Meter in der Breite lässt sich der Edge durchaus als stattlich und repräsentativ bezeichnen. Besonders wenn man sich für die edle, lineale Ausstattung entscheidet. Dann wird man zum Beispiel von feinem Leder umschmeichelt und von 20 Zoll Felgen in die Prärie geschickt. Wer jetzt dem Edge in all seinem Komfort Trägheit vorwerfen möchte, ist auf dem Holzweg. Denn das Ford-Motto lautet leistbare Sportlichkeit. Und das gilt natürlich nicht nur bei den kleinen, sondern auch bei Fords großem SUV. In meinem Test Edge ist der 238 PS Diesel verbaut. Das ist ein Vierzylinder mit 2 Liter Hubraum und ist auch durchaus sportiv zu bewegen. Man darf natürlich nicht vergessen, dass man hier schon ein relativ großes Fahrzeug hat. Allerdings, da ist Bums dahinter. Der Bums kommt aber nicht komplett weltfremd, sondern kräftig und mit sehr guten Alltagsmanieren. Mit 500 Newtonmeter Drehmoment und einer 8-Gang-Automatik wird es in keinem Moment hektisch. Der Edge hat immer den rechten Gang zur Hand. Er ist zum einen in 9,6 Sekunden von 0 auf 100 oder braucht auf 100 Kilometer rund 6,7 Liter Diesel. Es gibt natürlich auch neue Assistenten, wie zum Beispiel PCB. Klingt ein bisschen wie eine Droge in Tablettenform, ist aber in Wirklichkeit ein Assistent namens Post-Collision Braking System. Das heißt, wenn man den Unfall hat oder in einen verwickelt wird, bremst das Auto automatisch und steht. Es rollt nicht weiter auf eine andere Spur oder sonst wohin. Der Sicherheitsaspekt des neuen Ford Edge ist in jeder Faser zu spüren und Ford wird deswegen auch mit Top-Crashtest-Ergebnissen geadelt. 5 Sterne bei NCAP. Für den Edge kein Problem. Ein Umstand, auf den Ford natürlich mächtig stolz ist. Ja. Edge ist definitiv das fortschrittlichste Auto im gesamten Ford-Lineup momentan, wenn es um Technologien geht. Also man kann ja sagen, das Auto fährt, bremst und lenkt selbstständig. Und obendrauf natürlich mit dem neuen Ford Pass Connect ist der neue Edge ein fahrendes Smartphone. Wo eigentlich alle Smartphones irgendwie gleich aussehen, ist es schön zu sehen, dass der Edge mit seinem neuen Look eben nicht wie alle anderen aussieht. Gefälliger und erwachsener ist er geworden. Dabei auch zeitgemäßer und irgendwie auch passender für Österreich. Jetzt heißt es nicht mehr Howdy Mr. Ford, sondern eigentlich nur mehr Servus Edge. Das Update des Ford Edge, eine super gelungene Angelegenheit, denn der Edge passt nämlich jetzt auch optisch endlich zum Rest der recht jungen Ford Modellpalette. Dazu kommen noch Assistenzsysteme, die am Punkt sind. Ford Edge, mehr brauchst du nicht.